Bin so weit weg, oder? Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute zeige ich dir, was mich erreicht hat, nämlich die Vegan Beauty Basket Box für den Monat Mai. Was da drin ist, das werde ich dir jetzt zeigen. Und wenn dich da drin interessiert, dann bleib mal dran. Zu jeder Box kommt immer eine Zeitschrift mit, und zwar ist das Vegan World. Ich finde die Zeitschrift immer sehr, sehr interessant. Ich lese sie mir sehr, sehr gerne durch. Man findet Rezepte drin, man findet Artikel drin, es werden Produkte, vegane Produkte vorgestellt, und ich schaue sie mir wirklich unheimlich gerne an. Man erfährt da sehr, sehr viele neue Dinge als Vegan-Neuling. Die Box mache ich jetzt auf, und sie riecht jetzt, hat einen leichten Seifengeruch, würde ich sagen. Und in jeder Box befindet sich immer eine wunderschöne Karte. Und ja, diesmal ist es eine schöne Karte. Meistens sind da mal Katzen drauf. Und Ina Donche war, das ist die Künstlerin, und ich glaube, sie ist auch. Sie hat doch auch irgendwas mit Vegan Beauty Basket zu tun. Da muss ich mich mal schlau machen, genau. Und Produktkarte ist mit dabei, und wir öffnen jetzt diese Box einfach mal. Und ich freue mich da wirklich jedes Mal. Ich mag diese Box unheimlich gerne. Bisher wurde ich eigentlich noch nie enttäuscht. Und ja, der erste Eindruck ist mal wieder sehr positiv. Kokumba, Gott sei Dank. Ja, das ist jetzt ein Antifrizz Leave-In Conditioner von Hands on Veggies in der Duftrichtung Kokumba. Ja. Das ist immer so eine Sache. Hands of Veggies, die hat ja auch Shampoos und ich glaube auch Duschgele. Ja, ich glaube Duschgel. Und das letzte Mal war Grünkohlduft mit dabei, und da war ich gar nicht zufrieden. Da war ich eher enttäuscht von dem Duft, weil das wirklich nach Grünkohl roch. Aber das ist hier Kurkuma, das ist Gurke. Und ja, das finde ich ja interessant, dass das dabei ist, weil ich hatte noch nie sowas in der Box drin. Ach, der Duft ist lecker, kann man nichts zu sagen. Es ist jetzt nicht stark parfümiert, es riecht wirklich sehr, sehr natürlich. Der angenehme frische Leave-In Conditioner mit Gurke macht die Haare nicht nur schön glatt, sondern versorgt sie auch mit Feuchtigkeit. Das beugt Haarbruch und Spliss vor. Pflanzliche Proteine verbessern die Haarstruktur und bringen die Haare zum Glänzen. Also entweder nach dem Waschen ins Handtuch trockener Haar, Handtuch feuchter Haar oder trockener Haar sprühen. Preis, da sind 50 Milliliter drin und kostet 13,99 €. Was ist denn das? Das ist ja. Oh, das finde ich ja cool. Das finde ich sehr, sehr schön. Und zwar ist das ein Deodorant, Natural Deodorant, Japanese Cherry Blossom, also die Kirschblüte, ein Kirschblütenduft. Ben und Anna heißt die Firma, Insensitive. Die Verpackung ist wirklich sehr schön. Alleine das Rosa gefällt mir sehr gut. Und dann, man muss es einfach nur so rausziehen. Das ist ein Schuber. Und dann haben wir hier oben schon das Deo, und es riecht sehr dezent, aber es riecht nach Kirsche, aber sehr dezent, sehr, sehr lecker, das gefällt mir sehr gut. Also, und wie schiebt man das nach oben? Genau, man muss das dann hier unten drücken, denke ich mir mal, und dann kommt das Deo raus, oder? Ich denke. Ach so. Hold Product
A moment to the skin to soften. Okay, man muss es dann, ja, man muss es hier rausschieben und dann kurz am, ach Quatsch, hier unten dranhalten unter den Achseln und dann ein bisschen schmelzen lassen und dann kann man es verstreichen. Also das gefällt mir wirklich sehr gut. Die Verpackung ist aus Pappe und hier steht nochmal Supports Ocean Cleaning. Ist vegan. Uppala, fällt aber hier ganz leicht raus. Aber es gefällt mir wirklich sehr, sehr gut vom Packaging. Und ich gucke mal eben in der Produktbeschreibung, ob ich da noch irgendwas erwähnen kann. Natürlich Inhaltsstoffe, zuverlässiger Schutz vor unangenehmen Körpergeruch und Nässe. Sie sind komplett sodafrei und 100% wirksam. Verpackt sind die Deos in Papiertuben aus recyceltem Altpapier. Sehr schön. Also da freue ich mich sehr drüber. Der Preis. Da sind 60 Gramm drin und würde kosten 8,99 Euro. So, das nächste Produkt ist ein Rosenduft. Hydrating Rose Mist. Was ist denn das? Das Hydrolat von Bao Skincare aus England. Enthält wertvolle Wirkstoffe der Bio-Rosenblüte. Und wirkt entzündungshemmend. Die enthaltene Hyaluronsäure und Aloe Vera spenden der Haut viel Feuchtigkeit und sorgen für mehr Elastizität und eine bessere Regeneration. Jo, was ist denn das genau? Also muss man sich das aufs Gesicht sprühen, nehme ich mal an. Oder? Ja, also hier steht, sprühe das über das ganze Gesicht und den Nacken. Brighten and plump for a glowing complexion und soll angeblich auch einen Glow verleihen. Das probieren wir doch einfach mal aus. Einfach nur das Gesicht. Oder? Ich mach dann mal. Mal gucken, ob ich das hier ein bisschen... Ja, also das riecht wirklich nach diese, nach Rose. Man muss es mögen. Ne? Bei Rosenduft ist es ja immer so, manche riechen etwas muffig, aber die finde ich ganz okay. Ja, man muss sich dran gewöhnen. Es ist wirklich so ein, ne, so ein leichter, typischer, muffeliger Rosenduft, aber... Es sprüht sehr fein, finde ich. Und ich denke, man kann sich dran gewöhnen. Der Preis ist, da sind 30 Milliliter drin und der Preis liegt bei 11,90 Euro. Genau. Ach ja, das war, glaube ich, das Auswahlprodukt. Wollte ich nicht ein anderes haben? Ich wollte, glaube ich, ein anderes haben, oder? Banane? Ja, ja, also das ist jetzt eine Seife für Haare, eine Haarseife mit dem Duft der Banane. Es ist wirklich sehr, sehr dezent. Also ich hätte jetzt gedacht, das wäre ein bisschen stärker vom Duft. Das würde ich da nicht so gerne mögen, Bananenduft in meine Haare, aber das geht. So, das ist eine Haarseife, handgemacht, aus reichhaltigen, rohen, rein natürlichen und kaum veränderten Zutaten. Und ja, wirkt wie herkömmliches Shampoo. Ja, damit verzichten wir auf unnötigen Plastikabfall, bla bla bla. Die Haarseife klein und komplett fest. Da die Haarseife klein und komplett fest ist, ist diese Handgepäck tauglich und kann nicht auslaufen, bla bla bla. Also machen Sie Ihre Haare nass und schäumen Sie ja direkt mit Haarwaschseife ein, bis Sie ausreichend Schaumbildung auf dem Haar fühlen. So haben Sie immer die richtige Dosierung und einen umweltschonenden und sparsamen Umgang.
Legen Sie die Seife weg und waschen Sie Ihr Haar wie gewohnt. Spülen Sie das frisch gewaschene Haar gut mit klarem Wasser auf. Nach der Haarwäsche kann, falls benötigt, eine saure Rinse gemacht werden. Das gute Stück enthält 70 Gramm oder ist 70 Gramm schwer und kostet 12 Euro. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, das ist das letzte Produkt von Maison Monnier. Das ist eine, ein Serum. Das revitalisierende Serum besteht aus 14 wertvollen Pflanzenölen und Pflanzenextrakten und ist geeignet für das Gesicht und die Augenpartie. Er verleiht der Haut Feuchtigkeit und eine angenehme Weichheit, strafft die Haut und wirkt der Faltenbeugung vor. Da sind 10 ml drin und kostet 4,90 Euro. Es ist also ein Glasfläschchen. Jetzt machen wir eben den Deckel auf. Okay, das ist dann mit einer Kugel. Und ich denke mal, dann kann man damit unter die Augenpartien gehen. Fokus. Unter die Augenpartien. Und es riecht nach nix. Öle, Pflanzenöle. Aber es riecht sehr, eigentlich eher nach nix. Da bin ich mal gespannt. Hatte ich auch noch nie gehabt. Das war die Vegan Beauty Basketbox für den Monat Mai. Preis, Gesamtpreis werde ich euch hier oben einblenden und alle weiteren Infos findet ihr unten in der Infobox. Also mir hat diese Box sehr, sehr gut gefallen. Ganz besonders dieses Deo und was noch? Dieses... Nee, eigentlich, ja, eigentlich alle. Aber dieses hat mich sofort als allererstes angesprochen. So, das war's auch schon. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben. Abonniert diesen Kanal, um keines der Videos zu verpassen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann. Tschüss.